Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer und Burgbewohner. Euer Tastenhauer ist zurück in Partisans 1941 und wir müssen jetzt zusehen, dass wir hier die letzten drei Hilfspolizisten hier drüben irgendwie ausschalten. Möglichst unbemerkt und möglichst leise, damit wir hier nicht ein großes Feuergefecht bekommen, denn wir sehen schon, die Munition, die wird sehr schnell ein Problem. Wir hatten ja das Feuergefecht gegen die Panzerbesatzung und schnurstracks hat unser Mann hier nur noch ein Reservemagazin, 32 Schuss und 12 Schuss in der Waffe. Also das ist wirklich nicht viel für so eine Maschinenpistole. Dementsprechend müssen wir hier wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. So, hier ist irgendwie noch ein Wurfmesser versteckt. Aha. Sehe ich gerade, dass hier irgendwie drin ist. Nee, da bitte nicht. Easy now. Ich will das eigentlich hier rausholen, aber ich vermute, da haben wir jemanden reingesteckt und kommen jetzt nicht mehr an seine Gegenstände dran. Ja. Das ist natürlich dann sehr, sehr suboptimal. So, ich werde ihn mal hier hinschicken. What do I do? Und dann werden wir mit dir mal weitergehen und uns irgendwie hier drin positionieren. I hope they won't notice us. Ich glaube, wir gehen mal lieber hier in die Deckung, beziehungsweise in die Unsichtbarkeit. So, wir können jetzt hier auf das Messer auch umschalten. Hier drüben steht ja auch noch ein Kollege und dann könnten wir zumindest gucken, dass wir den hier drüben ausschalten, unauffällig. Awaiting orders. Nee, ich wollte schon den anvisiert lassen. Eingeschaltet lassen quasi. Oh, noch ein Gegner. Oh Mann. Viele, viele, viele Gegner hier. Ah, guck mal, wir können hier die Palette mit dem Motor oder was das ist, auf ihn runterkrachen lassen. Also das können wir schon mal recht unauffällig tun. Die Frage ist natürlich dann, sind wir dann sofort zu sehen? Wir könnten dann vielleicht noch hier raus. Ja, aber dann warten wir mal, bis er irgendwo anders steht und nicht unbedingt hier vorne. I'll tread softly. Genau, der kommt nämlich hier reingelaufen. Und wenn der da gerade nicht direkt hier in diesen Bereich, der uns hier angezeigt wird, reinläuft, dann werden wir das gleich machen, wenn er weg ist. Oh, ah, das sieht gut aus. Perfekt. Uff, das war ein großer Knall. 10 XP, perfekt. Völlig unauffällig haben wir hier zwei Leute ausgeschaltet. Oh ja, das ist gut. Finde ich cool, dass man hier auch die Umgebung nutzen kann, in so einem Fall. Damit waren es dann nur noch 3 statt 5. Commander? So, wir nehmen erstmal die Munition mit. Und dann würde ich auch sagen, wir gehen mit unserem Jungen hier außenrum. Wir können übrigens... So, liebe Leute, und da bin ich schon wieder in einer zweiten Aufnahme. Denn ich habe es tatsächlich irgendwie geschafft, meine Ursprungsaufnahme zu vernichten. Ich habe irgendwie einen Abbruch gehabt. Es waren nur diese ersten paar Minuten, 3 oder 4, was es jetzt waren, drin. Den Rest muss ich jetzt nachkommentieren. Wir sehen hier, dass ich gerade im Fähigkeitenmenü mir überlege, ob ich mir diese Fähigkeit der langen Salve hole für Fetisov oder vielleicht doch den stählernen Willen. Da bin ich gerade noch ein bisschen am Debattieren. Ich will jetzt auch nicht vorgreifen, also die Optionen sind eigentlich alle sehr spannend. Finde ich übrigens allgemein ein aufgeräumtes, aber gutes Fertigkeitenmenü, in dem wirklich viele spannende Entscheidungen drin sind, wo man für viele verschiedene Dinge argumentieren kann. Am Ende muss man natürlich eine Entscheidung treffen, aber sie wird einem nicht leicht gemacht. Es ist kein Fertigkeitenbaum wie, ich sag jetzt mal, in Assassin's Creed, wo man einfach irgendwas wählt und es ist immer richtig, sondern ja, man muss schon überlegen, was für Situationen erwarte ich demnächst, was hilft mir am meisten. Ich habe jetzt mit ihm tatsächlich die lange Salve genommen. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, für den Rest der Staffel, die wird tatsächlich auch noch eingesetzt werden. Also so völlig umsonst war die definitiv nicht. So, dann nehmen wir Sanyok hier in die Büsche. Ja, jetzt haben wir hier noch insgesamt 3 Soldaten übrig, die wir ausschalten
müssen und sollen. Und wir werden jetzt überlegen müssen, wie wir vorgehen. Ja, Sorin, da überlege ich gerade, ihn hier auf die linke Flanke irgendwo schon mal abzustellen, damit er von dort dieses Fass dort zur Explosion bringen kann, dieses kleine rote Fass. Das finde ich übrigens auch immer ganz süß. In Videospielen muss es immer Explosionsfässer geben. Auch wenn die noch so einen realistischen Anspruch haben, sage ich jetzt mal. Natürlich ist der Anspruch nie hundertprozentig realistisch, aber sie muten immer so ein bisschen an, so ja, wir haben jetzt echte Geschichte hier drin und dann gibt's doch explosive Fässer. Wegen dem Gameplay natürlich, ist mir schon klar. Man muss ja irgendwie eine Möglichkeit haben, auch Gegner auf einmal auszuschalten und hat nicht immer Granaten parat. Also ist ein Explosivfass eine neue, weitere Möglichkeit, die Umgebung zu nutzen. Überhaupt habe ich festgestellt, wenn ich mal ein bisschen jetzt abseits vom Spiel sprechen darf, dass das Spiel wirklich viele, viele Herangehensweisen ermöglicht. Nicht alle davon sind immer erfolgreich, aber man hat auf jeden Fall die Chance hier, sich die Umgebung gut zunutze zu machen. Also auch das Kartendesign scheint mir in dem Spiel bislang wirklich sehr gut gelungen und motiviert mich auch weiterzuspielen und weitere Missionen positiv entgegenzublicken, weil ich weiß, dass die Entwickler da wieder interessante Situationen kreieren. Ich habe ein riesiges Arsenal von Werkzeugen. Ihr seht es hier, eine Antipersonenmine, Granaten, Steine zur Ablenkung, ein Wurfmesser, meine Waffen etc., die eigentlich das letzte Mittel sein sollen. Also wirklich viel, was man machen kann. So, jetzt ziehe ich ihn hin und versuche, das Fass hochzujagen. Und ihr seht, das hat so einen kleinen Explosionsradius, dass ich tatsächlich es zu früh in die Luft gejagt habe. Und jetzt haben wir hier richtige Probleme, denn ich bin natürlich jetzt hier völlig unvorbereitet. Das war nicht gut, der Versuch. Ja, das war's für Fittisov. Und auch der arme kleine Junge. Oh Mann, Sanyok muss dran glauben. Deswegen, das hier der erste Reload. Das wollte ich so nicht stehen lassen. Das war, naja, auch irgendwie nicht erwartbar. Ich wusste nicht, wie groß der Explosionsradius von diesem Fass ist. Er ist erwartungsgemäß eigentlich größer anzusetzen, als er hier ist. Meiner Meinung nach, deswegen habe ich mich da auch völlig vertan. Ja, und jetzt müssen wir nochmal ran. Und müssen die Situation nochmal neu herstellen, damit wir diesmal dann aber wirklich die beiden Soldaten erwischen. Und dann den letzten, den kriegen wir auf jeden Fall erledigt. Das ist nicht das Problem. Aber wenn dann alle überleben, dann wird es natürlich hart. So, jetzt müssen wir auch nochmal hier in dieser Fertigungs- oder Industrie- oder was es auch immer ist, Halle in der Werkstatt, nochmal diese Aufhängung einsetzen. Damit wir dort dann auch die beiden Soldaten schon mal ausschalten. Währenddessen gehe ich mit ihm schon mal hier aus dem Kasten wieder raus und verstecke mich ganz schnell im Busch. So, da ist also Sanyok wieder. Der wartet jetzt, bis beide Soldaten hier passend unter der Tragevorrichtung stehen. Da draußen läuft übrigens immer noch der Hund auf der Straße, der offenbar aber keine feindliche Gesinnung besitzt. Warum auch? Warum sollte er sich gegen uns wenden? Da sind Tiere weniger wählerisch als ihre Herrchen. What do I do? So, Sanyok wartet geduldig. Alles ist in Position. Zumindest so einigermaßen. Und der Hilfspolizist hier drüben, der müsste dann gleich ins Gebäude kommen und dann irgendwann sich unter diese Trage Konstruktion drunter stellen mit seinem Kollegen und dann haben wir zwei Fliegen wieder mit einer Klappe geschlagen. Ja, ein Spiel, das auf jeden Fall Geduld erfordert. Ihr seht das hier, man muss immer viel hin und her schauen, wo ist welcher Sichtkegel, wie kann ich einen Gegner ablenken, gleichzeitig dann noch was anderes starten. Da hilft ja manchmal auch dieser Pause-Modus, den ich glaube ich noch viel zu wenig nutze bislang. Aber so ist das eben. So, Klatsch, haben wir beide erwischt, sehr schön. Die beiden Soldaten sind weg, wir bekommen Erfahrungspunkte dafür, ist auch ganz nett. Ein bisschen Munition finden wir hier auch. Und dann schicke ich Sanyok erstmal hier aus der anderen Seite, aus dem Gebäude wieder heraus, damit er dann dort hier im Busch wieder in Deckung gehen kann. Da braucht er jetzt auch nicht mehr seine Tarnfähigkeit für. Kann sich direkt hier mal schon mal in Deckung bewegen mit seiner Schrotflinte. Genau. So, Fittisov hat wieder seine Aufwertung möglich, aber die machen wir jetzt noch nicht. Wir müssen auch aufpassen, dass wir hier nicht in den Kegel, Sichtkegel des Gegners direkt reinlaufen. Da wäre es schon fast so weit gewesen.
Das geht also dann doch recht zügig. So, Fitti, so. Jetzt bist du zu spät dran. Du musst jetzt nochmal eine ganze Runde warten. Die anderen kann ich aber so lange schon mal in Stellung bringen. Und zwar genau dann, wenn die beiden Patrouillengänger hier wirklich ihre Patrouille abgeschlossen haben und an uns vorbeigelaufen sind. Dann können wir hier arbeiten. So, jetzt will ich ihn hier erdolchen, möglicherweise. Ihn hier schon mal hinschicken. Und die beiden dann... Na, ob das so klug war? Oha. Oha, wir haben aber den einen getötet direkt. Jetzt ist er in der... gedeckt. Jetzt sind beide einigermaßen gedeckt. Ja, ich glaube... Sanyok hat keine volle Deckung, weil er die Deckungsfertigkeit nicht besitzt. Ich glaube, das ist das Problem. Und aus irgendwelchen Gründen hat Fetisov keine Munition mehr für seine MP. Stelle ich gleich ganz erschreckt fest. So, jetzt muss er nachladen. Hoffentlich rechtzeitig. Jawohl, Knall. Weg ist er. Das war's. Also nicht mit dem Explosionsfass diesmal. Ein bisschen umständlich, aber wir haben es geschafft. Die Hilfspolizisten sind erledigt. Und damit, glaube ich, alle Gegner auf dieser Karte. Wir sammeln nochmal ein, was wir kriegen können. Wir sind aber schon voll beladen mit Kommandant Sorin. Das heißt, wir müssen hier Fetisov ein wenig beladen. Mit ein paar Ausrüstungsgütern, Verbrauchsgütern etc. Nur wir haben jetzt mit ihm leider keine Munition mehr übrig. Das ist natürlich super schade. Awaiting orders. Ist auch irgendwie ein bisschen komisch, wenn man so nachträglich... Die Audiospur nochmal aufnimmt und dann so nichts mehr machen kann im Spiel und dann nur noch guckt, was man da so fabriziert hat. Genau, hier nehme ich nochmal die lange Salve, wie vorhin auch. Dann haben wir da den Aufstieg geschafft, den Stufenaufstieg erledigt. Tja, und jetzt müssen wir eigentlich nur noch uns um diesen Panzer kümmern und ihn in die Luft jagen. Aber vorher will ich auch jede kleine Truhe, jede Kiste hier nochmal genauestens durchsuchen. Die Munition liegt da noch drin. Da drüben ist auch noch irgendwie eine kleine Kiste. Ja, ein paar Schuss Pistolenmunition. Die wir ja übrigens auch für unsere MP40 brauchen. Denn Maschinenpistole sagt es ja schon. Das ist also eine Waffe, die Pistolenmunition verschießt. Nur eben in einer viel höheren Feuerrate. Und deswegen für Nahkämpfe besonders gut geeignet ist. So, hier drüben liegt auch noch mal was. Flaschen. Okay. Ah, ja genau. Mit diesen Flaschen kann man Gegner ablenken. Das kriegen wir jetzt nochmal hier im Tutorial-Bildschirm angezeigt. Das ist natürlich eine sehr hilfreiche Geschichte. Auch die werde ich in dieser Staffel noch zum Einsatz bringen. Auch das kann ich euch schon mal verraten. Sehr schöne Sachen. Also das Spiel hat eine Menge wirklich sinnvolle Tools. Und man muss lernen, kreativ zu werden mit seinen Tools und mit seinen Werkzeugen, die man zur Verfügung hat. Das wird mir jetzt in der Staffel nicht immer so gelingen. Es gibt so eine kleine Phase... Da bin ich kurz vorm Ragen, weil eine bestimmte Situation sich für mich aus meiner Sicht nicht auflösen lässt. Das liegt aber tatsächlich daran, dass man sich da so versteift mit dem Scheuklappenblick manchmal auf, ich will jetzt, dass das so ist und so muss das funktionieren und dann tut es das aber nicht. Und dann entsteht natürlich schnell Frust. Aber das Spiel gibt einem schon wirklich sehr viele Möglichkeiten, die Situation auf ganz verschiedenen Wegen immer zu lösen. Und das ist definitiv eine große Stärke des Spiels. Die Variabilität im Gameplay ist sehr hoch. Das Gameplay macht wirklich Spaß. Und jetzt muss der Panzer in die Luft gesprengt werden. Alle Mann in Deckung. Rums. Da knallt es. Der Turm wird halb abgesprengt. Und der Panzer wird definitiv in der nächsten Zeit nicht mehr eingesetzt werden können. Wenn überhaupt noch. Der ist eigentlich reif für die Verschrottung. Sehr gut. So, wir können nochmal eine Stufe vergeben für Sanyok. Der könnte jetzt hier da seine Schleuder sogar einsetzen, eine weitere Spezialfähigkeit. Da war ich wirklich lange am Überlegen, was ich ihm geben soll. Denn bei ihm ist es ja so, dass er eigentlich sehr unauffällig, sehr viel schleicht und diese Kampffähigkeiten, da weiß ich immer nicht, ob der eine bessere Deckung braucht. Klar, wenn es hart auf hart kommt, ist das sinnvoll, aber sowas wie hier lautloses Bewegen ist super, super praktisch. Oder hier Ablenkung 1, da können wir sogar Hilfspolizisten ablenken, damit die sich zu uns drehen und dann von hinten abgemeuchelt werden können. Das werden wir noch sehen, das ist eine super hilfreiche Fähigkeit, die wähle ich glaube ich gleich auch aus.
weil die hier für Sanyok meiner Meinung nach am meisten Sinn macht. Überwinden höherer Zäune übrigens ist auch eine schöne Sache, situativ, wenn wir nachher auch noch in einer anderen Mission feststellen. Das kann durchaus auch einen großen Unterschied machen. Und auch da haben, finde ich, die Kartendesigner wieder einen guten Job gemacht, dort große Mauern zu platzieren, wo man sie wirklich sehr gewinnbringend unter anderem einsetzen kann, um eine Situation ganz anders zu lösen als ohne diese Fähigkeit. Und das ist wirklich, ja, ich lobe das Spiel jetzt wirklich sehr stark, aber es muss auch sein an dieser Stelle. Ich werde in den nächsten Folgen auch noch ein bisschen wieder auf den Narrativ eingehen, der da so ein bisschen im Spiel offensichtlich wird, umso mehr man reinspielt. Und dass der nicht ganz unproblematisch ist, darauf werde ich auch noch mal eingehen in den nächsten Folgen. Aber das müssen wir jetzt an dieser Stelle noch nicht, da muss ich noch nicht vorgreifen. So, hier drüben ist der Ausgang für die Mission und die können wir direkt, ja, beenden, weil wir haben alles geschafft. Nein, halt, ich habe noch gesehen, dass hier ein Soldat nicht geplündert wurde und ihr kennt mich bei sowas. Da sind wir Spieler irgendwie immer drauf getrimmt. Wir sind so diese Completionists, diese Leute, die irgendwie alles mitnehmen müssen, alles sehen müssen, alles looten müssen. Weiß gar nicht, gibt es dafür im Deutschen einen guten Begriff? Der fällt mir zumindest gerade nicht ein. Kompletionist kann man nicht sagen im Deutschen. Das Wort gibt's nicht wirklich. Und auch hier habe ich noch mal was gesehen. In der kleinen Kiste soll sich angeblich noch was befinden hier. Also laufen wir doch mal zurück. Ein bisschen was für die Cardio, für die Ausdauer tun. Ja, ein paar Schrotflintenschüsse, die wir da noch rausbekommen. Ein paar Schrotflintengeschosse nehmen wir dann auch noch mit. Und dann verlassen wir jetzt aber gleich endgültig diese Karte, diese Mission, erfolgreich. Ja, schon ungewöhnlich, dass die erste Mission gleich heißt, zerstöre einen deutschen Panzer. Das ist schon ein bisschen dick aufgetragen, wenn man sich die historische Situation der meisten Partisanen vor Augen führt. Ich hatte es schon mal erwähnt, denen geht es eigentlich, also die sind meistens super schlecht ausgestattet, die haben garantiert noch keine Maschinenpistole, in den seltensten Fällen nur, sind schlecht ausgerüstet, kämpfen ums tägliche Überleben und um ihr eigenes Essen überhaupt durch den Herbst und Winter zu kommen und haben wenig Zeit für solche extravaganten Missionen, einen Panzer in die Luft zu jagen. Aber gut, so wird das hier dargestellt und das meine ich auch mit dem Narrativ, der hier ein bisschen sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr wohlwollend mit den Partisanen umgeht. Und das passt leider, ich erwähne es jetzt doch schon mal, das passt leider zu einem Narrativ, der heute im modernen Russland unter der Regierung Putins sehr starke Verbreitung gefunden hat. Eine Art Heldenstilisierung der Partisanen, die lässt sich schon ansatzweise auch hier erkennen. But I still don't get it. Why did we have to blow up the tank? The fascists have thousands of them. One tank is nothing. Why didn't we blow up the bridge or something? Don't get ahead of yourself. Do you even know how a bridge structure works? One tank might be nothing, but that explosion is going to save a few dozen comrades' lives on the battlefield. Fortresses rise from a single rock, Sanek. Live and learn. We'll see about bridges later. Ja, Brücken kommen später dran, sagt Sorin. Na gut, aber das war ja auch schon ein Riesenerfolg für den Anfang hier. Also kleine Störungen der Operationen der Deutschen sind da eher die Normalität, wenn denn überhaupt so etwas durchgeführt werden kann. So, Tag Nummer 5. Wir haben noch einige Nahrungsvorräte, wo wir noch ein wenig aushalten. Wir haben eine gute Moral und schauen uns jetzt mal an, was uns hier berichtet wird. Neues von der Front. Das kann ich jetzt, weil es leider ein kleiner Bildschirm ist, nicht ganz lesen. Doch, kann ich schon, wenn ich das hier auf Vollbild schalte. Das Donetsk-Becken, das industrielle Herz der UdSSR ist in der Hand der Faschisten. Dazu werde ich am Ende dieser Folge, ja, einen kleinen Exkurs machen. Könnt ihr euch schon mal darauf freuen, über die Eroberung des Donetsk-Becken in dieser ersten Schlacht, in dieser Offensivbewegung. Das Donetsk-Becken wurde erobert durch die Wehrmacht, da komme ich später noch drauf zu sprechen. Schlacht um Kharkov, die allererste, etc. pp. Und die Faschisten führen öffentliche Erschießung unter jedem nur erdenklichen Vorwand durch. Jeden Tag muss jemand sterben. Ja, überhaupt diese ganze Befehlsgewalt, die die Wehrmacht vorher herausgegeben hat, unter der Anleitung von Hitler, zielte ja darauf ab, dass mehr oder weniger alle Zivilisten und Soldaten oder Leute, die irgendwie an der Front irgendwas Problematisches tun sollten, angeblich unter jedem Vorwand ohne Standgericht erschossen werden
können. Das ist natürlich krass, ist ein Bruch der, des, auch des damaligen Völkerrechts und zeigt ja schon an, wie dieser Vernichtungskrieg in der Planung und Durchführung, also wirklich von Anfang an mitgedacht wurde. Ein ganz spannendes Thema auch. Darüber werde ich mich aber heute im Exkurs nicht auslassen, wirklich erstmal nur über diese Geschichte Eroberung des Donetsk-Beckens 1941. Also wenn ihr da Lust drauf habt, dann könnt ihr da hinten, ich werde das auch werde das auch hier in dieser neuen YouTube-Funktion integrieren. Wenn ich in die Videobeschreibung den Timecode eintrage, dann wird euch das unten hier in der Abspielleiste bei YouTube nämlich auch angezeigt, wann das beginnt. Das sind so die letzten ungefähr 6 Minuten. Wen das interessiert, der kann da hinspringen oder sich das im Anschluss angucken. Wen das nicht interessiert, der kann es einfach weglassen nach der regulären Folge. So habt ihr da die Möglichkeit, falls es euch interessiert, euch da noch weiter zu informieren. Das finde ich immer ganz spannend an der Stelle. Okay, ja, wir müssen erstmal gucken. Unsere Werkstatt darf noch nicht errichtet werden. Wir haben noch nicht genug, ja, Versorgungsgüter dafür. Das ist sehr schade. Wir haben hier 2 Operationen, das heißt so kleine Missionen, schnelle Reaktion und Eisenbahnkrieg. Und wir können hier auch in der Pilzsaison nochmal Pilze sammeln, wenn wir wollen. Um hier, wenn es noch möglich ist, vor dem Winter noch mal ein bisschen an den Nahrungsvorräten zu schrauben. Dann haben wir noch ein bisschen Ausrüstung. Klar, wir könnten auch angeln gehen. Auch das ist immer noch möglich hier in unserem Lager, um Nahrung, bevor es zu kalt wird, zu holen. Das zeigt sich also auch schon, dass hier die Saisons, also die Saisons, genau. Ich bin schon wieder im Englisch unterwegs, dass die Seasons, genau. Gott, jetzt komme ich auf den deutschen Namen nicht, dass die weil wir es ja im echten Leben bald nicht mehr haben. Also Frühjahr, Sommer, Winter, Herbst. Ich komme tatsächlich nicht auf das Wort, das ist schrecklich manchmal. Dass diese, ach Gott, es wird heute nichts mehr, egal. Ja, dass die auf jeden Fall repräsentiert werden im Spiel und dass die auch eine Auswirkung haben werden. Also wenn ich jetzt noch angeln kann vor dem Winter, kann ich das wahrscheinlich im Winter nicht mehr tun. Und dann kriegen wir vielleicht auch einen gewissen Mangel an Nahrung. Da müssen wir aufpassen. So, schnelle Reaktion. Die Faschisten führen wegen unseren früheren Aktionen eine Menschenjagd in einem Dorf in der Nähe durch. Wie schrecklich. Wir könnten darauf reagieren und sie versuchen zu befreien. Oder wir greifen in den Eisenbahnkrieg ein. Gefangene reparieren unter Aufsicht der Deutschen die alte Schmalspurtrasse. Wir haben die Chance, den Feind zu überraschen, seine Pläne zu vereiteln und die Gefangenen zu befreien. Da würden wir 50 Versorgungsgüter kriegen, wenn wir das erfolgreich schaffen. Und Moral und Erfahrung für unsere Männer. Und wir werden aber hier die schnelle Reaktion vorziehen, weil das irgendwie dringender klingt, meiner Meinung nach. Und ja, ich werde alle 3 hier reinsetzen. Trotzdem nur eine 60-prozentige Chance. Also das ist ein Risiko, was ich jetzt hier eingehe. Und das aber habe ich hier freiwillig eingegangen, weil ich das für mehr Versorgungsgüter auch eingehen wollte. Also alle 3 sind hier verplant und damit können wir dann auch hier, denke ich mal, gleich die Runde beenden und vorher nochmal einen Speicherstand anlegen. Das vergesse ich nämlich ganz gerne. Inzwischen weiß ich auch genau, wo Schnellspeichern abgespeichert ist, also wo ich mit F5 Schnellspeichern kann in der Mission. Das ist teilweise doch sehr, sehr wichtig in so einem Spiel, wo man taktisch schleicht und kämpft. Da muss man wirklich vorsichtig sein, denn man ist ja immer noch sehr fragil als Partisan. So, Tag ist rum, Speichern abgeschlossen. Ausrufezeichen, heißt das was Gutes oder was weniger Gutes? Wir werden es gleich sehen. Die 3 setzen sich erstmal wieder auf ihre Bänke und auf den Holzstumpf. Und wir sehen, die Mission hat nicht geklappt. Es lief nicht so wie geplant. Der Feind hat zurückgeschlagen. Wir mussten uns in den Wald zurückziehen. Also, wir sehen, mit 60%, das war ganz schön wenig. Und ich glaube, wir haben noch nicht mehr Erfahrungspunkte dann bekommen jetzt. Naja, der Dorfvorsteher von Saborowka gehört zu den eifrigsten unter diesen Verrätern. Der arbeitet unermüdlich daran, die Verdächtigen und Unzuverlässigen ausfindig zu machen. Vor allem unter den Leuten, mit denen er persönlich im Streit liegt. Also wir sehen, hier werden jetzt auch alte Rechnungen wohl beglichen in solchen Dörfern. Ganz mies. Und Biermeier, das ist wohl irgendein deutscher Soldat oder Offizier, hat noch mehr Erntehelfer zwangsrekrutiert. Frauen und Kinder schuften nun von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang auf den Feldern. Ziemlich heftig. Also ihr seht schon, die Kriegsverbrechen und die, ja, die Zwangsarbeit und all dieser nicht so lustige Teil des Krieges, der wird hier auch schonungslos angesprochen.
So, wir müssen auf jeden Fall noch was angeln, denn wir verlieren sonst viel zu viele Nahrungsvorräte hier im Herbst. Das sollten wir tunlichst vermeiden. Die Frage ist jetzt, suchen wir nach Trophäen hier im Wald auf Feld 15? Da sollte Ausrüstung einer Armee zurückgelassen worden sein, die wir uns angeblich holen können, auch mit einer hohen Grundwahrscheinlichkeit. Oder werden wir hier ein bisschen für Propaganda sorgen mit ein paar Flugblättern, die wir verteilen, für Moral und Erfahrung? Da würden wir also auch mit zwei Leuten eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit haben mit 90%. Aber ich entscheide mich tatsächlich dafür, glaube ich, jetzt die Trophäen zu suchen, einfach wegen der Munition und auch der Maschinenpistole, die wir zusätzlich bekommen. Denke ich mal, dass ich das so gemacht habe. Ich weiß es gar nicht mehr. So, und hier im Lager haben wir auch tatsächlich noch eine Granate, Munition und ein paar Verbände übrig. Auch die möchte ich natürlich hier noch verteilen. Genau, Munition, 9mm Munition für die MP40, ganz dringend bei Fetisov gefragt, auch die zweite Granate. Und ihn setzen wir nochmal aus der Angelmission raus, damit wir auch ihm noch hier Verbände mitgeben können. Denn er ist ja unser Heilungsexperte, ja er jetzt gerade nicht. Das ist gerade hier Sorin, oder habe ich mich da verguckt im Spiel? Na, ich sortiere erstmal Munition um für Fetisov. Und habe dann hier den Revolver noch. So, da sortiere ich noch ein bisschen hin und her. Das ist natürlich nicht das Spannendste am Spiel, aber es muss halt sein, dass man so ein bisschen sich da sortiert im wahrsten Sinne des Wortes. So, er bekommt dann von mir auch noch einen Revolver mit entsprechender Munition. Und die Munition für die Schrotflinte bekommt natürlich auch Sanjok noch zur Verfügung gestellt. Der hat zwar noch sehr viel, aber der Einzige, der sie wirklich gebrauchen kann, ist ja nun mal Sanjok. So, er bekommt jetzt hier den Revolver als Zweitwaffe. Das ist auf jeden Fall ganz praktisch. Denn dieser Revolver, der kann als Zweitwaffe ihm hier, glaube ich, gut dienen. Besser bald noch als das Messer, weil im Nahkampf ist der sowieso nicht die große... Die Bombe, sage ich mal, da ist er nicht so der große Experte. So, wir sehen auch hier, dass die Munition teilweise doch sehr schwer zu unterscheiden ist. Also die drei Kugeln, das ist die 9mm und die vier Kugeln, das ist die 7,62 mm Geschossvariante. So, ja, dann haben wir hier auch noch mal ein bisschen Munition umzusatteln. Die Flaschen hat er hier noch im Inventar zur Ablenkung des Gegners, bekommt auch Sorin. Ja, alles soweit gut. Haben wir es gleich. Medizin ist nicht notwendig. Wir haben ja niemanden, der hier eine Verletzung davongetragen hat. So, und jetzt bin ich hier rausgesprungen. Das war natürlich unklug. Muss ich mal gerade gucken, wo ich jetzt gerade abgeblieben bin. Oh mein Gott, jetzt läuft das hier natürlich weiter in der Aufnahme. Ich, Horst, ich bin nämlich gleich hier am Ende der Aufnahme. So, hier müssten wir ungefähr sein. Ich hoffe, das passt. Und dann schauen wir mal. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich kongruent mit der Aufnahme auf meinem Bildschirm hier bin. Bin auf jeden Fall gerade im Fertigkeitenmenü bei mir hier. Das kann bei euch jetzt aber anders sein. Und jetzt zurück im Missionsauswahl Bildschirm. Ja, da überlege ich immer noch hin und her, soll es die Propaganda oder die Trophäen sein? Und ich entscheide mich, weil unsere Moral auch noch sehr gut ist hier für die Trophäen, damit wir die entsprechend hier aus dem Wald holen. Und wir schicken Sanjok auf jeden Fall zum Angeln und werden die Aktivitäten des Tages damit durchführen. So, Sanjok angelt auch ganz brav hier an diesem Tümpel und es ist ein Missionstag angebrochen. Und wir sehen auch schon, wir haben Munition und diese Waffe tatsächlich bekommen. Und damit können wir jetzt im Prinzip loslegen mit der nächsten Mission. Ich gucke nochmal hier auf den Bericht. Trophäen haben wir abgeschlossen. Ein schönes Paket mit jeder Menge nützlicher Ausrüstung. Das heißt also, hier ist eine neue MP40. Die können wir mal gleich zum Test hier nach Jetzt fällt mir sein Name wieder nicht richtig ein. Gott, mit den Namen habe ich es aber manchmal wirklich.
Fetisov heißt er, genau, nicht, oder Fetisov, nicht Seti irgendwas, mein Gott. So, wir sehen aber, beide Waffen sind gleich schlecht, nämlich schäbig in der Qualität, haben die Deutschen wohl schreckhaft zurückgelassen. Immerhin ein bisschen Munition hat er aber noch bekommen für die MP40, die er schon hat. Das ist natürlich sehr gut, denn die verbraucht auch sehr, sehr viel Munition in kurzer Zeit. Die will vorsichtig, sehr, sehr vorsichtig eingesetzt werden. Geangelt haben wir auch, also ist unsere Nahrung genauso verblieben wie zuvor. Das hat alles soweit gepasst. Wir haben noch einen Aufstieg für Sorin, den wir jetzt noch verplanen können. Wir könnten seinen Messerwurf die Reichweite erhöhen. Dann gibt es noch das Deckungswissen für ihn. Die Trefferchance des Gewehrs erhöhen, das wäre bei ihm jetzt eigentlich auch wichtig. Denn er ist derjenige, der das Gewehr trägt, oder die Konstitution beim Rennen oder das Messer werfen. Tja, es ist wirklich schwierig. Wir haben schon Nahkampf 2, also da ist er eigentlich unser Experte im Umnieten deutscher Soldaten auf Nahkampf. Aber er muss auch mit dem Gewehr besser treffen lernen. Deswegen nehmen wir jetzt hier den Fertigkeitenpunkt für Gewehre 1. Super. Ja, das ist die Mission, die wir dann beim nächsten Mal spielen werden. Geheimzutat. Die Faschisten zwingen die Leute auf den Feldern zu ernten, was noch zu ernten ist. Die Ernte geht dann an die Front. Wir können den Nachschubzug nicht entführen, wohl aber die Verpflegung vergiften, bevor sie auf die Reise geht. Ja, das wird uns also beim nächsten Mal dann erwarten. Und weil ich nicht weiß, wann dieses Video hier genau aufhört, verabschiede ich mich schon mal von euch und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Ja, liebe Leute, und jetzt melde ich mich nochmal kurz zurück hier am Ende der Folge, denn ich werde das jetzt immer so machen, wenn auf historische Ereignisse, Eroberungen oder ähnliches im Spiel hier Bezug genommen wird. Das passiert ja nur ganz kurz in so einer Mini-Nachricht. Da möchte ich das nochmal ganz kurz ein wenig auffächern und einen kleinen Einblick in die tatsächlichen historischen Geschehnisse geben. Das Ganze muss natürlich verkürzend sein, das kann ich nicht in aller Breite machen, sondern wirklich nur einen ganz kleinen Einblick geben. Wenn ihr euch da informieren wollt, recherchiert selber rein. Das sind zum Teil wirklich richtig spannende und wie gesagt richtig breitflächige Themen, wo ich nur ganz kurz anleuchte, was da eigentlich hintersteckt. Weil nur mit den Begriffen allein aus dieser kleinen Nachricht können wir wenig, finde ich, anfangen. Aber ich hoffe, ich kann euch da einen kleinen Einblick geben, damit ihr da eine bessere Vorstellung habt. Ich werde das Ganze auch mit Bildern jetzt hier hinterlegen und wir legen direkt einmal los. Wir hatten jetzt die Information, dass das sogenannte Donetsbecken von der Wehrmacht erobert worden sei. Und das Donetsbecken, das ist zunächst einmal ganz grundsätzlich ein rohstoffreiches Gebiet in der heutigen Ostukraine vor allen Dingen. Und dort sind vor allen Dingen Kohle- und Eisenerzvorkommen ganz stark gefunden worden und ausgebeutet worden im Verlauf des 20. Jahrhunderts. Und das ist bis heute noch sehr, sehr wichtig für die ukrainische Schwerindustrie. Ihr wisst ja vielleicht, die russisch-ukrainischen Auseinandersetzungen sind dort vor einigen Jahren sehr virulent geworden, sind immer noch nicht abgeschlossen. Es gibt im Osten der Ukraine eine große russischsprachige Mehrheit und es knirscht und knarzt dort überall. Und ja, schon damals ist das Gebiet wirtschaftlich wirklich sehr, sehr wichtig. Dementsprechend war es auch eines der Hauptangriffsziele der Operation Barbarossa durch die Wehrmacht und wurde bereits im Frühherbst 1941 von der Wehrmacht erobert und das Ganze ist im Herbst dann abgeschlossen worden. Da gehe ich aber gleich nochmal drauf ein. Zwei Jahre später, 1943, gibt es dann nochmal eine große sowjetische Offensive, die dieses Gebiet dann für die Sowjetunion zurückerobert. Was ist in der Zeit passiert? Also zunächst mal hat die deutsche Seite viele arbeitsfähige Männer in dieser Zeit, in dieser zweijährigen Besetzung, als Zwangsarbeiter nach Deutschland verschleppt. Das Ziel war natürlich, die ja darbende Wirtschaft zu unterstützen mit Arbeitskräften, weil viele Arbeitskräfte entweder als Soldaten eingesetzt wurden oder sonst wie gefehlt haben. Das ist also ein ganz wichtiger Aspekt schon bei der strategischen Planung von Operation Barbarossa. Nicht nur die Ressourcen sich dort zu sichern, nicht nur den Lebensraum für die Bevölkerung in Zukunft in diesen Ostgebieten zu sichern, sondern auch sich Zwangsarbeiter nach Hause zu holen, um sie in den eigenen Fabriken arbeiten zu lassen.
So, zuvor hat allerdings die sowjetische Seite seit Beginn des Krieges, seit Beginn der Auseinandersetzung ab dem 22. Juni 1941 bereits einen nicht geringen Teil von ganzen Fabriken und auch Arbeitern aus dem Gebiet des heutigen Belarus und der Ukraine mit tausenden Zügen verfrachtet und verlegt, und zwar in ein Gebiet östlich des Ural, weil man sich dort sicher wähnte vor deutschen Bombardements durch Flugzeuge, was sich auch als wahr herausstellen sollte. Das war also ein ganz zentrales Ziel, diesen Wirtschaftsbereich irgendwie hinüber zu retten, östlich des Ural, damit nicht alles komplett verloren geht. Das ist also schon passiert, bevor die Deutschen dieses Gebiet überhaupt einnehmen konnten. Ja, abgeschlossen wird die Einnahme, kann man sagen, durch die Eroberung der Stadt Charkiw, so wie man sie heute nennt. Damals wurde sie auf deutscher Seite Kharkov genannt. Um diese Stadt gibt es im Zweiten Weltkrieg insgesamt, soweit ich das jetzt nachgeschlagen habe, sogar drei unabhängige Schlachten mit verschiedenen Eroberungen, zweimal durch die Deutschen, einmal durch die Sowjetunion erobert. Also diese Stadt hat tatsächlich die Hände gewechselt, insgesamt dreimal. Ja, damals war das die viertgrößte Stadt in der Sowjetunion, also wirklich eine große, große Stadt, und liegt direkt an dem Donezk-Fluss, also strategisch unfassbar wichtig. Dort wurden übrigens auch viele der T-34-Panzer in der dortigen Lokomotivwerkstatt entwickelt und hergestellt, vor und während des Krieges, bevor dann die große Verlegung quasi auch hinter den Ural kam. Also das war eine strategisch zunächst einmal unglaublich wichtige Stadt für die Sowjetunion, bevor die Deutschen dann in dessen Richtung vorgerückt sind. Ja, es gibt Berichte einer recht freundlichen Begrüßung durch die Bewohner bezüglich der Wehrmachtseinheiten, die jetzt diese Stadt erobert hatten. Das ist übrigens auch kein Einzelfall, denn diese Bewohner hatten natürlich die stalinistischen Säuberungen unter anderem von 1936 bis 1938 mitgemacht. Eine riesige Hungersnot aus dem Jahr 1933 aufgrund des wirklich sehr harschen 5-Jahres-Entwicklungsplans der Sowjetunion, der die Menschen wirklich in den Hunger getrieben hat. Also die waren eigentlich auf ihre eigene Führung nach der Einnahme der Stadt nicht mehr sehr gut zu sprechen. Und das gilt häufiger für die frühe Besatzungszeit. Das heißt aber natürlich nicht, dass das ewig so geblieben ist, sondern man muss schon sagen, dass sich die Einstellung der besetzten Bevölkerung zur Wehrmacht dann auch relativ zügig wieder geändert hat. Aber zu Beginn freut man sich zunächst einmal, dass man quasi die sowjetischen Drangsalierer losgeworden sei. Ja, das nur mal so ganz kurz zu der Eroberung des Donezk-Becken, mit ein paar Bildern jetzt hier nochmal hinterlegt. Ich hoffe, das hat euch soweit ganz gut gefallen. Dann habt ihr da ein kleines bisschen Kontext wenigstens schon mal zu diesen Geschehnissen, die im Spiel immer mal wieder so ganz leicht angeleuchtet werden mit Begriffen, mit kurzen Nachrichten, wie ich schon sagte, aber nicht weiter erläutert werden. Ich packe das immer ans Ende des Videos. Wer es nicht sehen möchte, kann vorher abschalten, oder wer sagt, das interessiert mich gar nicht, ist kein Problem, aber diejenigen, die Interesse haben, die können das sehr gerne dann hier am Ende des Videos sich anschauen. Ich bedanke mich für euer Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerade auch solche kleinen Episoden, die zusätzlich auf das Video draufkommen, die ja auch ein bisschen mehr Produktionsaufwand nochmal beinhalten zusätzlich, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, kommentiert, wie euch das Ganze gefallen hat, auch in den Kommentaren, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich und macht's gut. Ciao, ciao.